Ganz ehrlich, wer hat damals nicht auf einen Brief aus Hogwarts gewartet? Aber was wäre, wenn? Urban Fantasy ist ja bekanntlich auch mittlerweile ein fest etabliertes Genre und findet man in jeder Buchhandlung, also Fantasy-Geschichten, die in unserer Welt spielen und wo ganz normale Menschen plötzlich mit irgendwas Übernatürlichem in Kontakt kommen. Oder zumindest irgendwas total Schrägen. Und so toll wir diese Geschichten auch alle finden und obwohl wir uns manchmal sogar denken, Gott, ich wünschte, mir würde sowas passieren, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir wirklich wollen, dass sowas passiert und wenn ja, ob wir das überhaupt richtig bemerken würden. Aber schaut selbst. Wo kommt denn jetzt der Brief her? An Serpens. Am Küchentisch. Hä? Welcher Freak wirft denn einen Brief durch ein Fenster? Jetzt? Brief? Jetzt reicht's. So geht das nicht. Okay, und Harry Potter ist vielleicht jetzt nicht unbedingt das beste Beispiel. Ich meine, wer wäre schon nicht neugierig und würde den Brief aufmachen? Aber was wäre zum Beispiel, wenn uns einer unserer Kindheitshelden über den Weg liefe? Feenstaub dabei und wenn ich dich damit bestreue, dann können wir zusammen ins Nimmerland fliegen und dort niemals alt werden. Ich gebe dir gleich Feenstaub? Raus aus meinem Fenster! Verdammt! Puh. Oh mein Herz! Diese scheiß Junkies heutzutage! Was hat der eingeschmissen, ey? Ich gebe zu, vielleicht war das ein bisschen hart, der arme Peter Pan. Aber naja, was würdet ihr denn machen, wenn tatsächlich mal irgendwas Fantasy-mäßiges in eurem Leben passieren würde? So ganz plötzlich, unangekündigt und ganz schräg. Also ich glaube, ich wäre wirklich damit ein bisschen überfordert und würde das als Spinnerei abtun, aber man darf ja noch hoffen. Und das war's für mein Video diesen Sonntag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann am nächsten Sonntag wieder. Und da wird es wahrscheinlich eine Buchvorstellung geben. Muss ich mal schauen. Ansonsten sage ich mal, habt noch ein schönes Wochenende. Macht's gut und ciao. Und bevor ich es vergesse, ich möchte euch diesen Outtake nicht vorenthalten. Denn wie macht man es am besten, dass man einen Sturz darstellt? Richtig, man stürzt wirklich. Ich bin so intelligent, ich habe es geschafft, aus meinem Fenster zu fallen. Aber keine Angst, nichts passiert, bis auf einen riesengroßen blauen Fleck am Hintern geht es mir gut. Ich wohne nämlich im Erdgeschoss, von daher Glück gehabt. Aber ich dachte mir, das ist so lustig, ich muss es euch unbedingt zeigen, wie das Ganze in voller Länge aussieht. Und ja, der Sturz war echt, auch wenn das so nicht geplant war. Ihr könnt mal gucken, wo bin ich hingefallen? Da bin ich hingefallen. Das gibt einen dicken blauen Fleck. Aber macht nichts. Meine schöne Tanne. Genug gedreht für heute.